der muss nicht weit, der kann nicht weit sein. Und Tasch dabei. Jobberknolls haben wir schon. Ui, doch, der ist weit. Aber wir haben auch keine Flugflamme auf dem Weg. Da würde ich gerade mal sagen, auf den Hippo greifen natürlich. Nehmen wir eine Tierwesen-Aktion. Mission. Da auf dem Besen jetzt hinzufliegen, wäre nicht angebracht. Weit über die Küste hinweg. Ach ja, immer wieder beeindruckend. Zahn drauflegen. Einfach episch. Landung. Das hat schon bessere Tage erlebt. In der Blutlandung ist was anderes, aber. Hier muss es sein. Ja, fast. Es war so ziemlich genau. Wenn die Blutgreif. Wer spricht da? Du glaubst, du könntest mich schlagen? Ja, so! Allerdings. Bonker. Wusste ich, finde dich. Eleganter Zweikampf. Kämpfen wir um diese Truhe. Schluss mit der Wilderei. Da geht's runter. Aha. Das Skelett aus der aus dem Ladebildschirm. Ein paar Blutegel Säfte nehmen. Also gut, Lord der Küste. Zeige dich. Oh, okay. Ein Gigant. Aha. Wir müssen zuerst besiegt werden. Ah, ja. Da ist es. Holla, die weit weh.
da tust du dich brauchen. Was? Oh, Kacke. Das ist keine gute Taktik. Aber wenn ich mich einsetzen, wollen es ja fangen, nicht töten. Oh, voilà. Gerade und ich finde, das sind echt schon mächtige Sprüche. Immer warten gegangen. Das ist ja vielleicht nicht so gut. Weiterhelfen, aber yeah.
bestimmt doch mal helfen. Na komm. Jetzt schon ziemlich weit unten. Na komm, das darf doch jetzt nicht. Das war ein Kampf. Knien. Ich brauche deine Hilfe. Fantastisch. Grabhorn-Reiz hier. Das Grabhorn verfügt über einen mächtigen Sturmangriff, den Gegnern und bestimmten Barrikaden großen Schaden zufügt. Also linke Maustaste gedrückt, um ihn auszulösen. Achte auf die Ausdaueranzeige des Grabhorns, da sie beim Angriff verbraucht wird. Glorreiche Musik. Und let's go. Das war ja wohl nix. Sehen können wir den nicht. Oh, Kacke.
kein Trinken mehr. Das ist eine alte Magie, könnte ich jetzt gebrauchen. Und jetzt tun den anderen, dass die warten. Während ich den anderen besiege. Da hat er mal hier. Das sollen wir ja mal sehen. Na komm. So, dann erstmal. Wow. Die Animation. Das riesige Tier hier herauskommt. Kein Grund zur Eile, mein Schatz. Hier entlang. Das wird den Lord der Küste nicht aufhalten. Hab ich denn nicht gefolgt? Wir rennen einfach weiter. Sieht interessant aus. Wir überqueren diese Brücke, ob ihr wollt oder nicht. Aus dem Weg. Na, Luft. Nein, gerade nicht. Noch kein Hinweis auf mich. Zeit, dass ihr verschwindet. Diesen gekaffenen Kobold, den will ich wieder haben. Oh je. Hast du eine Kippe gesprungen? Da gäbe es so viel zu sammeln. Aber wir wollen hier als Ziel. Es ist die Prüfung schon. Die haben wir, glaube ich, ziemlich bestanden. Ich glaube, wir sollten mal hier drauf stehen bleiben. Ich glaube, da passt du nicht durch. Stinkarium, Erinnerung. Wie ich gesagt habe, Prüfung haben wir bestanden. Muss nur keine Wächter mehr besiegen. Vielleicht hatte Professor Rackham ja recht damit, ihn zu vertrauen. Ich jedoch bin noch nicht überzeugt. Isadora war nicht, was sie zu sein schien. Ich hoffe nur, dass das bei Ihnen anders ist. Meine Erinnerungen sollten sämtliche Fragen über die Kräfte beantworten, die Sie zum Schutz benötigen. Danke, Professor Bakar. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Ich bin gespannt. Ich habe nämlich noch einige Fragen. Ich hoffe, die werden jetzt beantwortet.
Ja, die Statuen. Ich finde es ein bisschen enttäuschend, aber ist auch irgendwie, ja, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Die Statuen, in den Trainer hat man ja vermutet, dass das Merlin darstellen soll. Die erste Statue, die gezeigt wurde, aber das sind die Professoren hier, die. Das hier ist die Statue von Bakar. Das waren die anderen. So, schauen wir mal die Änderung an. Ich bin gespannt. In Erinnerung schweigen oder schwelgen? Auf geht's. Hallo? Isidora? Isidora? Oh. Mr. Morgenack, ich... Das ist irgendwie gruselig. Mr. Morgenack? Holy creep. Sam, gut, dass Sie da sind. Isidora war nicht zu Hause. Ich weiß. Doch Ihr Vater. Oh, Percival. Was hat er? Mir scheint es, ihm wurde nicht nur der Schmerz genommen, sondern alle Gefühle. Alles ist noch schlimmer, als wir befürchtet hatten. Neve hatte recht. Isidora hat so was habe ich schon befürchtet. Ich habe gerade erfahren, dass sie die Magie bei Schülern benutzt hat. Oh, weia. Wir brauchen die anderen. Zurück zum Gemeinschaftsraum. Verstanden? Ach du Schande. Was haben Sie getan? Tief einatmen. Schüler, Isidora? Jeder fühlt Schmerz. Und warum? Wegen ihrer Arroganz. Ihrer Geheimniskrämerei. Niemand wird leid. Nie mehr. Du musst doch keiner Vater, mehr Freude empfinden. Noch meine Schüler. Und Glück. Niemand. Isidora, runter mit dem Zauberstab. Professor, Sie lehrten mich, Macht zu nutzen, nicht sie zu verstecken. Das lehrte ich Sie nicht. Expelliarmus!
den Karim-Artefakt. Ich hatte aber gerade Kinderarbeit eingesetzt. Auf sie. War der Kita, aber es kennen. Das ist. Es ist kein Vierer. Es ist kein Vierer. Deswegen ist es ein verbotener Zauber, ein unverzeihlicher Fluch. Es ist wirklich kein Vierer Zauber. Die Elternmagie hat ja noch. Die ist ja. Die tötet ja nicht sofort. Die hat ja noch. Ich meine, doch die meisten Menschen schon, aber. Größere, mächtigere Zauberer vielleicht nicht. Die Wilderer tötet es, die Kobolds tötet es auch. Im Bosskämpfen denke ich. Ja, im Bosskämpfen zum Beispiel, den Karion-Wächter tötet es schon nicht. Also so ein mächtiger Zauberer, denke ich, der wird es davon nicht getötet. Da ist halt nur eine mächtige Waffe. Den wird es ein bisschen Schaden abziehen. Also wahrscheinlich wie den. Der Karium-Wächter dann irgendwie ein Stückchen. Aber war der Knabe tötet sofort. Ohne dass man sich das. Das Problem daran ist halt, man kann sich nicht gegen Avada Kedavra wehren. Es sei denn, ja, mit dem, dass man da. Wir haben es in Harry Potter gesehen. Finite Incantatum hieß das, glaube ich. Dass man sich dagegen wehren kann. Das muss man erstmal schaffen. Die Höhlen unter Hogwarts, wo sie gegen Isidora kämpften, befindet sich dort das letzte Behältnis? Ganz recht. Wir konnten die Gefühlsstränge, die Isidora gestohlen hatte, nicht einfach zerstören. Also taten wir alles, um sie sicher zu verwahren. Wir erkannten auch, dass die Magie, die sie erschaffen hatte, ebenfalls eine Gefahr für die Welt der Zauberei war. Also wurden wir Hüter. Hüter eines unermesslichen Geheimnisses. Wir wussten, dass eines Tages jemand mit der Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen, ihrer Macht anheimfallen könnte. Wir schufen die Prüfungen, um diese Person zu uns zu führen, damit sie sich des von uns verborgenen Wissens und der damit einhergehenden Verantwortung als würdig erweisen kann. Habe ich mich etwa nicht bewährt, Professor? Ich muss das Behältnis vor Ranrock erreichen. Das haben und das werden Sie. Doch das Behältnis wird von mächtiger alter Magie geschützt. Um es zu betreten, müssen Sie aus den vier Artefakten über unseren Denkarien einen speziellen Zauberstab fertigen. Das Behältnis ist also erstmal sicher vor Ranrock. Wenn er, wie Sie vermuten, in der Lage ist, die Macht des anderen Behältnisses zu nutzen, könnte er unsere Verteidigung durchbrechen. Dann muss ich diesen Zauberstab herstellen. Vielleicht hilft mir Mr. Ollivander. Noch ein Ollivander? Das überrascht mich nicht. Wie er Ihnen sicher sagen wird, dient dieser Zauberstab nur einem einzigen Zweck. Kehren Sie mit dem Stab zurück und wir machen den Weg frei. Ich schicke Ollivander eine Eule. Während Sie ihn besuchen, spreche ich mit Professor Weasley. Professor Weasley? Ja, es war möglicherweise eine Fehleinschätzung, ihr nicht früher von Ranrocks Absichten zu erzählen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wenn Ranrock wirklich unter Hogwarts bohren will, brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. In Ordnung, Professor. Was soll ich dir mit dem Schulleiter Bescheid sagen? Das ist vielleicht keine so gute Idee. Griphorn-Gerangel. Und die Frage, nachdem wie Ranrock davon erfahren hat, von den ganzen Sachen, ist ja jetzt auch geklärt durch die Tagebücher von Isidora. Und ich habe schon vermutet, dass wir so einen Verräter in den eigenen Reihen haben. Frage Gerbold oder Wander nach seiner Meinung. Was haben Sie jetzt? Ach, Gerbold heißt er. Endlich sehen wir das mal.
So, dann auf zu Ollivander. Bin lange nicht mehr mit dem gesprochen. Dann machen wir mal eine Schnellreise nach Hogsmeade. So, die Flohflamme. Vielleicht können wir eine von Hogsmeade nehmen. Nee, irgendwie nicht. Nehmen wir diese hier. Dann geht's mal gleich zu Ollivander. Ich sag noch schnell, wenn es möglich ist. Ich hoffe, er hilft mir mit dem Zauberstab der Hüter. Nochmal Siona Ryan. Guten Tag sagen. Grüß dich, Siona. Du widmest nicht keiner des Blickes, aber ich schaue trotzdem mal gern vorbei. Auf einen Muffin und ein Butterbier. Keine Stärkung muss sein, bevor wir Alfred Lawley ist nicht sehr erfreut über den Einbruch. Ich tue so, als hätte ich die Gerüchte über ihre Beteiligung nie gehört. Bevor wir uns den mächtigsten Zauberstab. Ich kann Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass Sie das Dorf vor den Trollen gerettet haben. Ist absolut nicht nötig. Kein Dank nötig. Das habe ich gerne getan. Das war mir eine Ehre und ein Privileg. Eine Freude und ein Privileg. Ich glaube, ich weiß, wo Doran ist. Du findest mich im verbotenen Wald. Lass uns Doran von dem Symbol erzählen, das die Mondkeller jetzt gemacht nicht haben. Rebellion. Wir werden das Zaubergeschäft. So, das noch hier eingesammelt haben. Zauberstäbe aus verschiedenen Hölzern und mit allerlei Flexibilität. Jeder mit einer von drei magischen Kernen. Suchen sich ihre Besitzer in diesem gemütlichen, unübersichtlichen Laden aus, der von dem freundlichen und sachkundigen Gerbold Ollivander geführt wird. Die Familie Ollivander ist seit 382 vor Christus als Zauberstabmacher tätig und gilt als die beste Großbritanniens, wenn nicht sogar der Welt. Na dann. Mr. Ollivander. Hallo Mr. Ollivander. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir wohl bei etwas helfen könnten. Ja, Professor Fig hat mir mit einer Eule mitgeteilt, dass Sie kommen würden. Er war etwas kryptisch, sagte, ich müsste einen besonderen Zauberstab für Sie herstellen und dass Sie die Materialien hätten. Ja, Sir, hier sind Sie. Oh, wie außergewöhnlich. Bemerkenswerte Form. So habe ich wirklich noch nie einen Zauberstab angefertigt. Zerbrochene Zauberstäbe repariert, ja, aber das ist etwas ganz anderes. Sie halten mich ganz schön auf Trab. Ich denke, ich kann mit dem arbeiten, was Sie mir gebracht haben. Ich sehe es mir an. Was rühmt der Holz? Zufällig mit Phönixfeder. War das Phönixfeder? So wird also ein Zauberstab hergestellt. Er ist fertig. Und wird er mich auch akzeptieren? Als Trägerin? Oui. Ich sollte Sie warnen. So einen Zauberstab habe ich noch nie gesehen. Mein Verdacht, wie Professor Fig in seinem Brief andeutete,
ist, dass er einem ganz besonderen Zweck dient. Ansonsten ist er wohl kaum zu gebrauchen. Ich verstehe. Danke, Sir.